Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Pokémon-Part. Also, das letzte Mal sind wir mal wieder rumgeirrt, haben die Pokémon von Team Rocket geklaut, mussten Guide lesen, damit ich überhaupt weiß, wie man da rauskommt. Und ja, jetzt haben wir diese Scopes sozusagen erobert von Team Rocket zurück, weil die wurden mal wieder überfallen und wir haben den Ghostbuster gekriegt. Das heißt, wir können jetzt nach Azuria gehen und da weitermachen, hoffentlich. So, mal hier. Ich weiß nicht, wieso das nicht klappt. Na egal. Versuchen wir es mal bei dem anderen. Vielleicht muss das ein Pokémon halten. Wieso funktioniert das jetzt nicht? Okay. Also, mir wurde jetzt gesagt, ich muss zu Silphscope und krieg von Morty den Gefixten. Nee, warte mal. Nee, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist das Spiel wieder verbuggt oder so, keine Ahnung. Können Sie nicht einfach einmal was einfach machen? Jetzt muss ich hier jeden anquatschen. Und am Ende ist es eh der eine, der mir das gegeben hat, das ist ein Spielfehler. Ich meine, Morty ist ja obviously der vierte Arena-Leiter. Ah, der ist ja ganz woanders. Okay. Nee, also... Also heißt es, ich muss jetzt nochmal nach Johto gehen. Irgendwann später. Okay. So, das heißt, ich gehe jetzt nach Ecruteak. Erst muss ich das dann nochmal wissen, wie das geht. Natürlich. Nee. Ach. Ja, der ist gar nicht da. Tja, also... Im Zentor ist er auch nicht. Beziehungsweise im abgebrannten Turm. Ich weiß nicht, ob es der Zentor ist. Na, gehen wir mal hier hin. Vielleicht steht er ja da.
Nee, da ist nur der, der mich nicht durchlassen will. Also, dann gucke ich wieder nach, wie es so ist. Okay, das erste war richtig. So, das heißt, ich muss nochmal hier hin. Der steht dann da oben irgendwo in der Ecke. Nee, da geht's nicht lang. Dann so. Natürlich, naja, da gehe ich zurück und hol mir Cindy. Ja. Ja, machen wir ihn weg, der hat eh keine Wirkung auf Geister. So. Ja. So, Meister. Bitte kein Abgangsbund. Goldrock. Ja, setze ich ihn hier ein. Zack. Ja, da bleibe ich gerade da, weil der sitzt bestimmt. Wenigstens kein Abgangsgrund. Oh, Wing Attack. Machen wir Gast weg. So, Dankeschön. Dass das alles immer so kompliziert machen. Ich dachte schon für einen Moment, oh warte, der ist bestimmt in Kanto und ich bin unnötig nach Johto gegangen. Aber war ja nicht so. Naja. So, dann kann die mich nochmal heilen. Zack, zack. So, jetzt aber. Da liegt da die ganze Zeit ein Item rum. Und ich hab's nicht gemerkt. So. Ja gut, also ich zähle die jetzt nicht, weil erstmal habe ich die eh schon. Wenn es jetzt ein Gengar wäre, dann wäre es was anderes, weil es ist ja Static Encounter, aber naja. So, na klar. Die will nicht kämpfen, aber ich kann hier ein neues Pokémon sehen. Oder auch nicht. Nein, ich will da nicht rein. Ja, dann nehmen wir nochmal Myraflor mit. Machen wir Cindy weg. So, nee, ich wechsle mal die Box nicht, dass da nachher ein Pokémon da liegt, das gar nicht dahin gehört. So, guck mal, was das ist. Oh, warte, Gengar habe ich auch. Ich glaube nicht. Ich fang's mir einfach. Ja, macht Abgangsbund. Das heißt, ich werfe einfach Bälle drauf. Ja. Wunderbar. Naja. Ich weiß jetzt nicht, was das hier sein soll, aber ich war auch mal da. Wieso wollen die... Weißt du, ich laufe an denen vorbei, die sagen gar nichts, aber wenn ich sie anquatsche, dann wollen sie kämpfen. Ja, sie hier auch. Ja Gott, da kann ich ja Giga Drain machen, muss ich nicht heilen gehen. Was steht der da vor der Höhle? Schon wieder was kaputt. Ah, ich red mal mit dem.
Ich weiß nicht, wieso der da gemeint hat, nee, hier du nicht, oder was? Ich mach mal Fly, der hat nämlich... Ah, okay, gut, der hat... Keine Ahnung. Nee, da kommen wir anscheinend nicht hin. Ah, die muss ich nicht anquatschen. Die hat's anscheinend auf mich abgesehen oder so. Oh, das war mein Fehler. Ja, okay. Zack. Und weg mit ihr. Nee, ich weiß echt nicht, wie das jetzt mit Crosspoison ist. Ob ich da zum Attacken erlernen muss? Oh, super, jetzt habe ich Myraplat draußen. Ja. Da geht's auch hoch. Warte, das verstehe ich nicht ganz. Dann war ich schon richtig. Okay, gut. Ja gut, ich habe jetzt zwei Pokémon gesehen, aber die hätte ich beide schon gehabt, also. Zack. Zack. Noch was? Nee, tschüss. Nee, ich versuche einfach mal mein Glück im Wasser. Oh, das ist eh eine neue Route. Versuchen wir... Oh, cool. Das ist nicht schlecht. So, und da versuchen wir es im Gras. Die will kämpfen. Ja gut, ne? Doppelteam bringt ihm nichts. Also wenn ich so weitermache, kann ich Kevin gleich einsetzen. Da brauche ich keine EXP-Share mehr. Wieso sind sie immer männlich? Naja. Dann habe ich wieder einen Encounter verhauen. Aber das bringt mir ja nichts, wenn die immer männlich sind, weil die können sich nicht entwickeln. Das heißt, ich gehe da lang, da lang, da lang. Oh, da steht der schon wieder. Ja, der erzählt mir... Ja, ja, ich muss jetzt nach Azuria, so Standard wie in der Gold-Edition. Und, ja, also, ist halt ein bisschen groß. Oh, ich kann auch fliegen, ne? Ist halt ein bisschen groß, deswegen werde ich den halt erstmal verfolgen. Dann wird er mir schon sagen, wo das ist. Ja, okay, wie gesagt, ich werde ihn halt verfolgen und dann wird er mir halt genau sagen, wo es ist. Weil es halt jetzt nicht so klein wie normal. Und ja. So, Meister. Oh, super. Okay, tell you my secret will I... Are you sure about that? Okay. Also es ist im Pool, also im Wasser und an den Ecken. Das heißt... Mann, Mann, Mann. Schwere Geburt. Na, wenigstens habe ich Oddish noch dabei. Kann ich da hinfliegen vielleicht? Nö.
Na, da gehe ich mal dahin und heil, vielleicht kann ich es ja jetzt. So. Oh, hat er mir Sepp Cannon gegeben. Ah ja. So, jetzt sollte aber auch Misty in ihrer Arena sein. Das heißt, ich muss jetzt... Ja. Komm. Ich lasse das einfach so. Asaf brauche ich jetzt eh nicht. So. Ah, ich kann jetzt auch... Ah ja, ich dachte, ich hätte es schon geholt, aber gut. Ich kann jetzt auch hier irgendwo lang. Genau. Was hat er mir hier zu sagen? Naja, der will mir Megapunch beibringen. Naja, also da geht's auch nicht lang. Naja. Gehe ich nochmal zurück. Die Trainer habe ich, glaube ich, eh schon alle besiegt. Oder die meisten, glaube ich. Nee, okay, ich habe nur die zwei besiegt. Ich habe gelogen. Ja. Ah, muss das sein. Zack. Zack. Oh, fliegen, ne? Ja, ich mach dem gar kein Damage. Na, ja, wenigstens ist er nochmal vergiftet worden. Roost? Nee. Also das ist eh One-Shot, das Teil. Ich meine, ich glaube, das war ein Konter. Nee, wäre das sowas wie Bruder Lande oder so auf AP, dann... Ja, auf AP. Oh, cool, Kevin entwickelt sich. Nee, wäre das ein Bruder Lande auf Spezialangriff oder so, da würde ich es ja verstehen, weil das ist wenigstens ein bisschen beefy. Und, ja. Nee, ich will kein Roost lernen, aber Nahkampf wäre ganz cool. So. Protein kann ich für Cash verkaufen. Oh. Nee, das will ich jetzt nicht, aber ich will auch nicht tauschen. Dann machen wir einfach mal... Zack. Oh, wow, die zweiten Weiterentwicklung. Das ist wahrscheinlich... Nee, das ist nicht der eine Typ, der hat ja nur... ein Shigi da unten. Naja, das war's dann wohl mit dem hier. Ich glaube, hier gab's irgendwo ein unsichtbares Item. Nee, okay. Ja, da stand Tachyon. Ja, okay. Die macht jetzt erstmal den Abgang. Ach, kann Myrapla auch Zertrümmerer lernen. Da muss ich nicht mehr Cindy mitnehmen. Nein. Leider nicht. Oha, Dante. Okay, die wollen jetzt fighten. Ich habe schon wieder Myrapla vorne. Hoffentlich hat keiner Verfolgung drauf. Ah, mit ihm habe ich gar kein Erdbeben, naja. Ah, zack. Ja, läuft doch super. Die können mich nicht angreifen und ich habe immer die Schwäche. Ach, na super. Oh, die haben keinen mehr. Ach, jetzt hat sich Myrapla weiterentwickelt. Ich meine, habe ich noch einen Blattstein, dann kann ich es zu Giflor machen. Ich meine, Giflor ist ganz cool und so.
Da habe ich einen Feuerstein. Boah, gut, das habe ich wahrscheinlich auf dem PC. Echt? Ernsthaft? Weißt du, da ist schon nicht Bill, der sich als ein Pokémon verwandelt, also nicht nur Bill. Jetzt haben sie noch seinen Assistenten hingestellt, der genauso bescheuert ist. Was? Flammenball? Das hört sich cool an. Jo, na, da meinten wir, oh, ich habe so viele davon. Jetzt haben wir hier Choice Band, gebe ich mal. Ja, Dragoran, schick. Ne, dann gehe ich ein paar Sachen ablegen. Zack. Oh, cool. Hätte ich Feuer-Pokémon? Ernsthaft? Ich habe da auch keinen Raum. Na, dann muss ich wohl wieder verkaufen. Aber ich habe so viel Geld. Siehst du jetzt? Oh mein Gott. Jetzt habe ich wieder maximales Geld. Wieso nur? Naja. Jetzt kann ich auch nichts mehr verkaufen. Wie mache ich denn das jetzt? Dann gebe ich dem da Choice Scarf. Machen wir Pipi ab. Machen wir Donnerpunch, Donnerpunch, Donnerpunch. Habe ich eine coole Flugattacke, aber ich habe Superpower, das wäre nicht schlecht für Dragoran. Was hat er dann? Donnerschlag? Ja, na gut, also Superpower würde ich ja jetzt nur für Gestein und Stahl und so benutzen, aber die Stahl-Pokémon sind meistens auch Gestein. Also ist es wurscht, weil er Surf hat. Nee, dann bringe ich dem das nicht bei. Kann jemand Shadow Ball lernen? Ja, X-Bot, aber dann... Ja, ne? Ich habe so coole TMs. Giga Drain. Das könnte ich dem beibringen, aber der ist mehr auf Angriff. Sludge Bomb. Ja, das bringe ich ihm hier bei. Naja, obwohl... Nee, ich habe keine guten Flugattacken. Es gibt, glaube ich, keine guten Flug-TMs. Komm schon. Na, da versuche ich irgendwas mitzunehmen. Was haben wir denn Schickes? Ja, nehme ich den Rare Candy mit. Warte, das ist ein Donnerstein. Ewigstein. Oh, Quicklock kann ich auch mitnehmen. Ne, ich habe keinen Blattstein. Also, ja, da gibt es wahrscheinlich in Prismania, ne? Ne, nicht Use Gif. Ja, dann geben wir halt Kevin ein paar Sachen. Ich meine, verkaufen können wir es ja eh nicht, weil wir maximales Geld haben. Ja. Weißt du, jetzt bräuchte man so eine Bank, damit man einfach sein Zeug lagern kann. Ja, auf jeden Fall nehmen wir mal Rasov mit. Zack, zack. Ja, dann können wir später vielleicht Giflor machen. Ich meine, die zwei Attacken, Rankenhieb und Zerschneider, werde ich dem lassen. Aber ich kann dem vielleicht Gigasauger und Matschbomben wobei bringen, dann ist er brauchbar. Also, ja. So. Ja, dann würde ich sagen, ich mache einfach hier Dragoran, weil der hat ja die Choice Band.
Das heißt, dass er noch mehr Damage macht. Und den Thunder Punch habe ich gerade hochgemacht, also. Ja. Das geht easy und schnell. Oh, da ist ja noch einer. Mann, sind die stark. Was, will die nicht kämpfen? Naja, die muss man auch wieder anquatschen. Naja. Hey, hier bin ich. Und was hat so Schickes? Corazon. Ja, wie im Anime. Goldak. Starmi. Nee, Starmi ist ziemlich schnell. Dann gehe ich jetzt zu Rasaf. Da hat sie wenigstens nicht die Schwäche, hoffe ich mal. Ja, okay. Kribis? Ah, Gorbis. Okay, naja. Oh, die Bäre hat sie gerade umgebracht. Ja, okay. Ah, die hat mir Dive gegeben. Weißt du, normal geben sie ja TMs, aber sie hat sich gedacht, ah ja, ich gebe dir mal eine VM. War gut. Ja, ne? Ich weiß ja jetzt nicht, wie lange das gedauert hat. Ich meine, für mich hat es natürlich länger gedauert, weil ich gefühlt alle 3 Minuten was nachgoogeln musste. Ah, naja. Ich würde den Part hier beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, oben sind nochmal alle Parts vom ersten und vom zweiten. Von der zweiten Staffel. Könnt ihr ja mal reinschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal.